Sollte man sein Kind in einen nicht-islamischen Kindergarten bringen? Ich empfehle nein. Warum? Weil das Übel größer ist als der Nutzen. Und ihr wisst, Kinder können mit bestimmten Themen nicht umgehen. Und deswegen bei Feiertagen, beim Essen, es gibt bestimmte Dinge, die dort gemacht werden, wird das Kind das mitmachen müssen, was die Mehrheit macht. Und daher wird es zu Konflikten kommen. Warum? Weil die Eltern erziehen es auf eine bestimmte Art und Weise und an einem anderen Ort wird das Kind ganz anders erzogen. Was denkt ihr, kommt das Kind durcheinander oder nicht? Es kommt durcheinander. Und bevor er zweimal erzogen wird, sagen wir, erzieh ihn einmal und hab Geduld und du wirst belohnt dafür. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.